Alles wird neu und vor allem billiger. Möglich macht das beim neuen Multivan laut Hersteller die neue MQB-Konzernplattform mit vielen Neuheiten und jede Menge mehr an Komfort. Wir befragten dazu Lars Krause, Vorstand bei Volkswagen für Nutzfahrzeuge. Also die MQB-Plattform ist die modernste Plattform, die wir im Konzern haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir damit alle technischen Anforderungen genügen, die unsere Kunden haben und auch langfristig dem Kunden hier etwas Interessantes bieten. Ja, die Laufzeit des Autos geht deutlich über 2030 hinaus. Wir bieten dem Kunden auch ein ständig upgedatetes Fahrzeug und nutzen damit auch die volle Volumenstärke unseres Konzerns. Wir haben aktuell den kleinen Ottomotor, den 100 kW 1,5 Liter TSI-Motor als Einstiegsmotorisierung. Wir haben dann als zweite konventionelle Motorisierung im Moment den 150 kW 2 Liter Ottomotor als Hochmotorisierung. Und als Topmotorisierung haben wir den 160 kW PHEV jetzt mit dem 1,4 Liter Verbrenner und der 85 kW E-Maschine dazu. Also wir sind mit dem Vorverkauf in Österreich bereits gestartet, mit den beiden Benzinmotoren und vor allem mit dem neuen, wirklich die Innovation für Volkswagen Nutzfahrzeuge, mit dem Plug-in-Hybrid. Der TDI wird im ersten Quartal mit dem Verkauf 2022 starten. Markteinführung ist Mitte November und hier sind wir speziell mit dem Modell Energetic, mit dem neuen Multivan Energetic am Markt vertreten, mit dem neuen Plug-in-Hybrid. Jede Menge Neuigkeiten gibt es auch im Innenraum des neuen Multivan. An der Innenausstattung ist grundsätzlich alles neu zum Vorgänger T6.1. Wir haben aufgrund der neuen MQB-Plattform war es uns jetzt möglich, dass wir einen Ladeboden von hinten nach vorne komplett eben haben. Das sieht man auch an den Schienen in der Mitte, die von ganz hinten nach ganz vorne durchgehen. Da ist es uns möglich, eben diverse Sitzvariationen darzustellen mit den Einzelsitzen. Wir haben jetzt keine große, schwere Sitzbank mehr im Fond, sondern wir haben nur noch Einzelsitze, die um ein großes Stück leichter sind als die Sitze zum Vorgänger. Wir sprechen hier von pro Sitz zwischen 23 und 29 Kilo. Noch einmal zurück zur grundsätzlichen Philosophie des neuen T7. Also vielleicht erstmal grundsätzlich, das Auto setzt die Erfolgsstory des Multivans fort. Davon sind wir erstmal überzeugt. Er bringt alles mit, was unser bisheriger Multivan auch mitgebracht hat. Was er noch besser kann als unser jetziges Modell ist, er hat noch mehr Pkw-Eigenschaften. Eine modernere Konnektivität. Er hat ein deutlich besseres Fahrverhalten nochmal, das haben wir deutlich optimiert und bietet alle Komfort-Features, die wir eigentlich von einem Auto ab 2020 erwarten. Interessant sind auch immer die ersten Eindrücke der Fachpresse bei einer Weltpremiere. Ja, das Auto hat einen anderen Charakter als bisher. Es ist nicht mehr ganz so hoch. Die Fahreindrücke sind insofern besser, weil es Pkw-lastiger ist. Das heißt, er liegt zart auf der Straße. Generell muss man sich ein bisschen gewöhnen, weil Multivan war vom Setup anders, aber ein neuer Zugang und durchaus spannend. Der neue Multivan startet als Benziner bei exakt 49.900 Euro inklusive Steuern. Was man dazu sagen muss, die Positionierung bei uns in Österreich ist sowohl im Privatbereich als auch im Unternehmerbereich, weil der Preis ist ein Thema, aber der Multivan bietet gerade dem Unternehmerkunden viele Vorzüge, wie dem Vorsteuerabzug. Oder auch für den Dienstwagennutzer beim Fall des Plug-in-Hybrids mit dem geringeren Zurechnungsbetrag von 1,5%. Erstmalig möglich beim T7 ist auch ein 1,8 Quadratmeter großes Panorama-Glasdach und ein Car-to-Car-Gefahrenmeldesystem. Die Langversion wird je nach Nova ab 1.500 Euro Aufpreis kosten. Serienmäßige Sicherheitsassistenten versammeln sich in Mannschaftsstärke. Immer dabei sind die City-Notbremse, Ausweichunterstützung und Abbiegeassistent, Verkehrszeichen und Müdigkeitserkennung sowie der Spurhalteassistent. Willkommen also in der neuen Welt des Bulli.